bin's wieder, Susanne von Stempel dir deine Welt. Ja, und eine Freundin sagte jetzt, was machst du denn da eigentlich in den Videos? Und jetzt dachte ich, ich erzähle einfach noch mal kurz. Also ich bin Susanne und war schon immer gern sehr kreativ. Und ja, dann habe ich Stamping Up kennengelernt über eine Freundin. Und da war ich total begeistert und ja, völlig vernarrt und weil die so toll sind, die Sachen, die haben Stamping Up vertreibt halt vom Papier über Stempel, Farben, Bänder, so kleines Accessoires, alles was dazugehört, schön abgestimmt und ich war einfach begeistert. Ja, und dann haben meine Mädels gesagt, also komm, mach das. Dann habe ich mich angemeldet bei Stamping Up als Vertreterin, das nennt sich bei uns dann Demonstratorin. Ja, und das war 2016 schon. Und seitdem bin ich dabei und vertreibe diese wunderbaren Produkte. Ja, genau, die könnt ihr über mich beziehen, also telefonisch oder per Mail oder in meinem Online-Shop. Ich habe ja meine Website www.stempeldirdeinewelt. Da ist ein Online-Shop mit angeschlossen. Und ja, genau. Also ich bin immer noch ganz verzaubert, wenn ich diese schönen Sachen sehe und ich arbeite so gern damit. Es ist einfach, ja, es ist mehr als ein Hobby geworden. Es ist jetzt ein kleiner Beruf. Ja, es ist einfach wunderbar. Und ich hoffe, ich kann euch immer ein paar Ideen zeigen und euch dazu anregen, zu basteln, selbst was auszuprobieren. Ja, einfach Spaß zu haben, abzuschalten. Es tut einfach gut. Ja, genau. Und die heutige Idee, lege ich das mal gerade zur Seite, weil diese Woche ja auch Herbstanfang war. Ja, wollte ich gerne noch mal eine Herbstkarte mit euch basteln. Und zwar, also ich habe keine Ahnung, ob die einen besonderen Namen hat. Wahrscheinlich irgendeine Double Flip Flop Flap. Keine Ahnung. Ja, also sie wird so aufgeklappt. Genau. Man kann sie auch dann schön aufstellen. Also ihr seht es jetzt nur von oben. Aber der Beschenkte sieht das dann von vorne natürlich sehr, sehr schön. Ich halte es mal ein bisschen näher in die Kamera. Es ist mit Designerpapier, was so ein bisschen glitzert, mit einer Eichel, Band und mit dem Stanzenpaket. Genau, da kann ich euch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Hier habe ich die abgewandelte Form. Genau, da habe ich, also hier habe ich so Stanzformen benutzt, das habe ich hier nicht, falls jemand die Stanzformen nicht hat und sie sich nicht extra deswegen zulegen möchte, gibt es natürlich auch eine andere Variante. Genau, ganz schlicht gestaltet. Hier ist noch kein Gruß drin und auch noch kein Stempel. Genau, mit herbstlichen Grüßen. Das ist eine ganz wunderbare Serie, die wir haben. Ich hole uns mal gerade den Katalog. Das ist der Herbst-Winter-Katalog. Und da gibt es diese Produktreihe Goldener Herbst. Da gibt es Designerpapier in verschiedenen Farben. Habe ich gerade hier. Meins ist so gut wie alle. Aber das ist gar nicht schlimm. Das Neue liegt schon da. Und da sieht man auch nochmal ganz toll das Papier, wo man dann ausstanzen kann. In Terrakottafarben, Vanille und Minzmakrone. Ich ziehe es hier nochmal so ein Stück raus, genau. Und auf der Rückseite ist es dann ohne Glitzer auch wieder zum Ausstanzen. Ja. Ihr könnt euch aber im Katalog ganz gut anschauen. Da sieht man nochmal alle aufgelistet. Was ich euch nochmal zu den Designerpapieren grundsätzlich sagen möchte, auf dem Designerpapier ist immer mit angegeben, welche Farben verwendet wurden. Also zum Beispiel bei Goldener Herbst Terrakotta, Savanne, Espresso, Minzmakrone, Vanille pur. Und die Stempelkissen habe ich mir auch schon zurechtgelegt. Und dann ist es toll, wenn man einfach eine oder zwei oder alle Farben daraus hat und die Karte damit gestalten kann. Wir benutzen das Produktpaket Schöner Herbst. Das ist das Stempelset und die drei Stanzen. Es gibt ein tolles Metallic-Papier dazu, das habe ich jetzt hier nicht verwendet, aber die kleinen Metall-Accessoires, die kleinen Eicheln und dieses Band, das ist so ein Kombipack, da nehme ich das Kupferfarbene von. Genau. So, und ansonsten geht es jetzt auch zackig los.
Wir brauchen für unsere Grundkarte, ich klappe es mal auf, in Minzmakrone, Farbkarton Minzmakrone, ups, Entschuldigung, ich klappe es mal, es geht wirklich nur so auch dann wieder zusammenzuklappen, genau, Grundkarte, Schneidemaschine. Wir brauchen die Breite 21, die können wir das A4-Format so lassen, auf 14,85. Das ist so diese Grundkarte, die wir ja gerne verwenden. Und von jeder Seite, also von rechts und von links, falze ich bei 5,25 wie so kleine Flügel, einmal drehen, an der anderen Seite 5,25. Knicken wir uns auch gleich zurecht. Einmal mit dem Papierfalter nachziehen. Genau. Und ich habe hier die Stanzformen verwendet. Aus dem Produktpaket, oh, wie heißt das, so gesagt. Und die Stanzformen, so hübsch bestickt heißen die. Ich ziehe es mal gerade hier ins Bild. Das sind so verschiedene Rahmen, immer wieder ein bisschen kleiner. Das kann man dann so immer so ein kleines Inlay machen. Verschiedene Etiketten. Und wir brauchen die zwei größten Rahmen hier. Die sehen aus wie so ein Butterkeks. Und ein Etikett. Genau. Ich habe mir das Ganze zweimal im Farbkarton Savanne ausgestanzt. Zweimal. Und die legen wir uns hier drauf. Die werden dann einmal rechtsbündig geklebt und einmal linksbündig geklebt. Dann habe ich mir ausgestanzt Vanille, Vanille pur, den Farbkarton. Das wird nämlich hier oben unser Inlay. Da habe ich so ein Passepartout praktisch mit dem Savanne, das fand ich ganz hübsch. Genau, hier habe ich jetzt diese Querstreifen in Gold benutzt. Dann nehmen wir jetzt das Designerpapier. Auch wieder Minzmakrone, auch aus diesem goldenen Herbst. Da sind so, ich würde sagen, kupferfarbene Blüten, also so Ranken. Also es ist irre, total schön. Genau, in Vanille brauchen wir dann noch einen Aufleger. Und hier oben stempeln wir. Und wir brauchen das Stanzenpaket gleich für die Blätter und auch für die kleine Eichel. Ein Stückchen Band, das ist dieses kupferfarbene. Dazu gehört dieses Minzmakronefarbene. Also das ist wie so ein, ja, es nennt sich Korbgeflecht. Und das kann man auch hier, das habe ich dann immer mal so aufgestrubbelt, die Ecken, dass es so ein bisschen Vintage aussah. Also das gefällt mir sehr gut. Das habe ich oft auch schon mal unter so ein Etikett oder so gemacht. Genau. Wir brauchen ein Stück Leinenfaden zum Befestigen unserer Eichel. Eicheln sind auch nicht mehr so viele, aber die nächsten liegen schon bereit. Das ist, wenn man sich dann in so Schätzchen verliebt, dann müssen die auch überall mit drauf. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen schon mal an, die savannefarbenen Aufleger festzukleben. Ich benutze den Mehrzweckflüssigkleber, damit ich immer noch mal ein bisschen schieben kann. Hier vorne bildet sich immer so ein, ich sage mal, Bobelchen, das muss man dann einfach mal abziehen, damit er auch wieder flüssig läuft. Eine Karte öffnet man ja meistens, ja, ich sag mal hier unten rechts. Deswegen habe ich gedacht, dass ich es hier öffne. Also klebe ich linksbündig fest. Genau. So, ich lege es mir erstmal an,
verdeckt oder passt fast ganz genau dran, oben, unten, weil es darf ja nicht übereinander, sonst kriegen wir es nicht mehr auf. Also legt es euch gut drauf, es kann eher ein bisschen oben rausschauen und auch noch einen Millimeter nach unten. Genau. So, dann klebe ich mir hier das untere Teil fest. Schaut rechts, links, überall. Und mit dem Kleber können wir es ja gut nochmal hin und her schieben. Jetzt das Oberteil. Kleben wir rechtsbündig. Ich finde, das ist so eine einfache Karte und die hat so einen Wow-Effekt. So einen Hingucker. So, noch ein bisschen nach oben raus. Genau. Das untere Designerpapier können wir gleich drauflegen. Auch wieder mit Flüssigkleber. Gibt so ein schönes Passepartout. Also so ein schöner kleiner Rahmen. Genau. Wir stempeln schon mal uns den und also hier habe ich diesen so kleine Blätter, die sind nämlich aus diesem Stempelset. Ich hole mal das Produktpaket herbei. Das sind diese drei Stanzen. Das Stempelset Schöner Herbst mit schönen kleinen Blättern. Die Tannenzapfen kann man nicht ausstanzen, die muss man dann ausschneiden oder einfach so dekorativ stempeln. Und hier, das sind so kleine Blätter, die finde ich so als Hintergrund total schön. Ups, ich habe immer einen kleinen Vorrat an Blättern schon hier drin. So. Brauchen wir einen Acrylblock. Also hier habe ich zum Beispiel den B. Wir beginnen mit Savanne. Klassisches Stempelkissen. Jetzt lege ich mir wieder ein bisschen Schmierpapier unter. Ihr könnt es auch vorher einmal abstempeln, dann ist es nur so ganz leicht sichtbar. Jetzt gehe ich nochmal direkt. Gibt es ein bisschen Bilder nochmal. So. Ja, ich glaube, das reicht schon. Der Mut aufzuhören. So, dann legen wir das zur Seite. Und das können wir auch schon aufkleben. Kann natürlich auch hier unten bunt gestalten und hier oben einen Spruch. Aber ich fand das jetzt so ganz schön mit diesen dezenten Blättern und hier unten den Gruß. Die Karte ist hier jetzt ein Gruß zum Herbstanfang aus unserem Stempelset Schöner Herbst. Und ich möchte jetzt aber gerne eine Geburtstagskarte daraus machen. Und habe hier bei dem Gute-Laune-Gruß zum Geburtstag 12 Monate Glück, 52 Wochen Freude und 365 wunderbare Tage. Na, bessere Wünsche kann es ja gar nicht geben. So, ziehe ich mir jetzt wieder auf. Für den Gruß auf unserem Vanillekarton finde ich es immer wichtig, eine dunkle Schrift zu nehmen. Da nehme ich jetzt Espresso. Da dieser Spruch
sehr knapp drauf passt. Wenn ihr Glück habt, kriegt das so hin. Aber es ist schöner, ihr stempelt es erst. Das ist auf dem Kopf, das ist nicht schlimm. So. Legt euch dann die Stanzform auf. So könnt ihr das ganz kurz austaxieren. Jawohl. Und kurbelt es dann durch die Stanz- und Prägemaschine. Und auch dieser Spruch passt ganz gut. Ich habe das jetzt hier schon ausgekurbelt. Also es passt gerade so drauf, aber es passt. Genau. Den kann ich mir auch schon plan aufkleben. Genau. So. Hier innen drin habe ich die Vanille pur, den Farbkarton. Muss ich mir noch mal ein Stück zurechtschneiden. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau, welche Größe. Aber das finden wir heraus. Ich habe es etwas kleiner als wie die Karte, dass es nicht zu eng in die Ecke gedrückt ist. Dann ist es hier 9,8. 14,5. 9,8 mal 14,5. Einmal noch mal unsere Maschine. 14,5 und 9,8. Die Karte können wir in wieder gestalten mit Stempeln. Hole ich mir gerade noch mal die Blätter herbei. Und was ich ganz niedlich finde, diese Stanzen kann man natürlich auch anders benutzen. Dass man natürlich kann man sie stempeln und dann das Blatt ausstanzen, aber was auch cool ist, so wie so negativ praktisch zu gestalten. Einfach ausgestanzt. Und die Wirkung kommt ja erst beim Einkleben. Genau. Und dann sieht man hier dieses Blatt. Also ich finde es nochmal so ein Hingucker. Man könnte den Stempelabdruck sogar nochmal hier innen auf, aber das ist dann schon, da muss man gut austaxieren, sich ein Zeichen und so machen. Aber das kann man auch, ja. So, kleben wir auch gleich wieder fest. Jetzt benutze ich gar keinen anderen Kleber hier. Das passt ganz gut. Zack, zack. Ausgerichtet. Fertig. So, sind wir schon innen fertig. Haben wir schon ausgerichtet. So, jetzt stempeln wir uns ein paar Blätter. Mal wieder ein Rest Papier in Vanille und jetzt brauchen wir die ganzen Stempel. Ich habe hier mir ein paar kleinere schon zurechtgelegt. Das geht ganz gut. Also hier ist zum Beispiel das Eichenblatt und die Füllung für das Eichenblatt. Das Ahornblatt und die Füllung dazu. Und bei der Eichel ist es sogar so, jetzt mal gucken, jetzt habe ich nur noch die großen, muss ich mir den mal gerade sauber machen. Tun wir das wieder hier rein. Da haben wir für die Eichel das Unterteil und das Käppchen. Genau. Wir benutzen verschiedene Farben. Upsala. Wie zum Beispiel. Was habe ich denn hier alles? Terrakotta und Minzmakrone. Damit stempeln wir jetzt erstmal die Blätter. Die Umrandung.
Und das Innenleben, nehme ich mir wieder hier so ein Notizzettelchen und stempel einmal ab. Und das ist so ein Two-Step. Und da könnt ihr ganz gut euch ausrichten und das dann innen befüllen. Das Innenleben einmal vorher abstempeln. Jetzt die Eichel, obwohl wir brauchen ein paar Blätter, ein paar mehr. So, mache ich von jedem mal zwei. Deswegen ist das schön, wenn man sich da so ein paar auf Vorrat stempelt. Habt ihr ja eben bei mir in der Box gesehen, da liegen immer ein paar drin, aber es waren jetzt keine passenden Farben mehr. Die waren, glaube ich, eher in Safran. So, jetzt brauchen wir noch, jetzt drehen wir die Seite, hier in der Farbe Terrakotta. Können wir das Grün wieder weglegen. Alle Blätter einmal reinigen. Das geht auch mit unserem Reinigungsprofi. Das ist doch wirklich schnell. So. Terrakotta, das ist auch so eine Farbe, die viel zu selten in Anspruch genommen wird. Jetzt zum Herbst passt sie echt mega. Ja, so würde es aussehen, wenn man nicht abstempelt. Also es wäre mir jetzt zu dunkel. Machen wir gleich noch einmal neu. Aber ist ja gut, wenn ihr das seht. So ist auch viel schöner. Genau, jetzt brauchen wir noch die Eichel. Da habe ich einmal Savanne. In Savanne wird die Eichel als Kontur. Machen wir ruhig zwei. Genau. Die Füllung. Ich tauche jetzt nur das Unterteil ein, stempel vorher ab und fülle mir die Eichel. Genau. Ja, so finde ich es gut. Also nur das Unterteil einmal abstempeln. Das lege ich mir jetzt gleich zur Seite. Und jetzt habe ich nur noch dieses Käppchen von der Eichel. Das ist ja immer so ein bisschen dunkler. Und dann mache ich das mit Espresso. Ich weiß gar nicht, ob ich da direkt... Ich muss es mal probieren. Ich mache mal eins direkt, ohne abstempeln. Und hier einmal abgestempelt. Könnt ihr euch dann aussuchen, welches euch besser gefällt. Genau. Jetzt stanzen wir die aus. Jetzt machen wir das zur Seite hier. Tatam. Und die sind schon größer als so kleine Mini-Stanzen. Also es haben sich damals viele gewundert, oh, wie groß werden die wohl sein. Also die haben echt eine ganz hübsche Größe. Und stempelt sie immer so, dass ihr mit der Stanze von unten reinschieben könnt. Seht ihr? Und es bleibt so ein ganz kleiner Rand, deswegen ist es gut, wenn ihr auch stempelt auf Vanillepapier, wenn ihr mit Vanille arbeitet. Sonst sieht es ein bisschen leuchtend aus, wenn ihr das Weiß benutzt. So, dann stanzen wir jetzt einfach mal die ganzen aus. Ups. Ahornblatt. Ich hoffe, es zerreißt euch nicht die Ohren, dass das hier so laut knallt oder so.
Und ich halte meine Hand da drauf, sonst springen die nämlich und ich wieder, dann kann ich hier auf der Erde rumkrabbeln und suchen. So, dann haben wir hier die Eiche. Auch wieder ein kleiner Rand. Genau. Ach, das ist schön, wenn so mehrere da sind. Dann kann man echt so ein bisschen spielen damit. Genau. Die habe ich zwei Stück aufgeklebt. Erstmal so ganz flach. Ich lege mir das auch immer erstmal so ein bisschen dekorativ hin. Und hier sehe ich gerade, habe ich das Ahornblatt verwendet. Ich würde jetzt, ja, vielleicht die Eichel mal dazu nehmen. Ja, das würde mir auch gut gefallen. Also die zwei Blätter klebe ich flach auf. Ich mir die Farbe hier von, ich klebe ein bisschen davon ab. So. Jawohl. Und dieses Käppchen mit einem Dimensional. Passt bestimmt auch ein großes. Ja. Dann lege ich mir das immer so auf meinen Aufhebhelfer, dann kann ich das so ein bisschen austaxieren. Ja, so ein bisschen schräg darf es ruhig sein, das finde ich nett. Gut. Und das ist eine schöne Geburtstagskarte für ein Herbstkind. Oder man kann das auch als eine Einladung oder gute Besserung, das wir haben ja gerade bei diesem so gesagt, ist hier so Tolles dabei, was alles auf dieses Etikett hier passt. Gute Besserung von mir, danke, alles Liebe für heute und morgen. Ist ein bisschen knapp, aber es müsste noch reinpassen. Oder heute regnet es Konfetti. Da macht er einfach ein paar von diesen Stanzen noch mit innen rein und wenn dann das Geburtstagskind das vielleicht aufmacht, dann fallen ihm die Konfetti-Blätter entgegen, genau. So, dann müssen wir hier unten noch gestalten. Ja, auch wieder klebe ich Blatt auf. Einmal hier so nach oben. Einmal das Blatt nach unten. Ach, da könnt ihr einfach schön spielen. Das ist wirklich wie so ein bunter Laubhaufen. So, und jetzt bin ich im Überlegen, mache ich die zweite Eichel noch dazu? Wenn noch die Eichel dazu kommt, wo haben wir sie? Hier. Und das Bändchen. Also man muss es einfach ein bisschen ausprobieren. Ich nehme das zweite Blatt und dann kommt ja noch das Kupferbändchen. Ja, so möchte ich es, glaube ich, haben. Da nehme ich jetzt aber ein kleines Dimensional. So. Stückchen von der Schleife. Das ist toll, das ist auch so ganz fest. Das kann man auch so ein bisschen drehen, ne? Also ist schön. So. Nee, da ein bisschen mehr braucht er schon. Mir ein bisschen von dem Leinenband. Das dribbel ich mir so ein bisschen auf, weil das wäre mir zu dick für die kleine Eichel. Ich ziehe mir da jetzt so ein Bändchen raus. Fädel mir das hier durch.
kleines Knötchen, dass es mir auch nicht rausrutscht. Das können wir auch ein bisschen kürzen. Also ihr könnt es natürlich auch länger lassen, aber finde ich dann ein bisschen anstrengend, glaube ich. Kludots, wir brauchen unsere Klebepünktchen. Hier die kleinen, genau. Da setze ich mein Schleifchen auf. Und zur Feier des Tages nehme ich ein zweites, weil ich da nämlich dieses Band mit einkleben will von der Eichel. Ein bisschen schräg. Dieses Papierfalter und versuchen es noch mal so ein bisschen zu dribbeln. Ja. Und wie das dann euer Geschmack ist, könnt ihr es abschneiden oder stehen lassen. Ich finde es jetzt eigentlich ganz hübsch, wenn das so ein bisschen länger ist. Genau. Hey, das war's schon. Das geht so schnell, wenn ihr euch die dann so ein bisschen vorschneidet und stanzt. Genau. Also ich finde es klasse. Wie gesagt, aufklappen. Hier habe ich noch Platz für den Gruß. Wieder zuklappen. Sie lassen sich wunderbar aufstellen. Genau. Ihr habt verwendet das tolle Designerpapier, die Stempelsets. Also hier mit der Eichel, das ist echt nochmal so ein Hingucker. Ja, und dann nehmt euch ein Kuvert. Wir haben diese Vanille-Pur-Kuverts. Könnt ihr ganz wunderbar dazu nehmen, dass alles passend ist, finde ich total schick. Ja, dann bedanke ich mich. Danke fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch und über einen netten Kommentar freue ich mich natürlich. Abonniere mich, damit du auch mein nächstes Video nicht verpasst. Also, allerliebst, deine Susanne.